Ah, ich verstehe. Ich habe jetzt mittlerweile meinen eigenen Raum. Alles klar. Ich bin in meinem wunderschönen Hotelzimmer angekommen in London. Richtig herrschaftlich. Ich liebe sowas hier. Ich mag ja dieses Moderne, aber so ein bisschen in diese Richtung liebe ich es auch. Das ist das Bad. Also richtig, richtig nice. Und jetzt gleich kommt mal wieder eine Stylistin. Und warum ich hier bin? Heute Abend sind hier in London die British Fashion Awards. Also, das ist so ziemlich eines der größten Events des Jahres und wir sind einfach dabei. Also, es ist schon hart. Dieser Teppich ist geisteskrank und ich glaube, da ist so jeder Star, den man so kennt. Mal sehen, ob ich welche für euch spotten kann. Leute, schaut jetzt auf dem Insta Germany Account vorbei. Ich verlinke euch den einmal hier. Dort werde ich euch ein kleines bisschen mitnehmen heute bei den British Fashion Awards und einen Takeover machen auf dem Account. Viel Spaß! Kann schon nicht mehr reden. Wir haben es nun geschafft. Wir sind auf dem roten Teppich gewesen. Wie war es denn? Ja, anders. Wie war es auf dem roten Teppich? Es war anders. Es war schön. Ich habe es. Wir haben es genommen. Es war ein bisschen unangenehm, aber es war auch. Der Zeitpunkt ist gekommen, an dem ich heute wieder meine Hose öffnen muss. Eieieiei. Du kannst es tragen, Bella, du kannst es tragen. Es hat mich tatsächlich jemand hier erkannt. Irgendwo da hinten steht, steht sie. Ich weiß nicht wo. Danke, ich habe mich gerade recht prominent gefühlt. And of course, we can't stand here tonight without taking a moment to recognize the legacy of Virgil. He was a true visionary. He was a dear friend. We love him, and he will be incredibly missed. Welcome the man, the icon, and someone